Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist tatsächlich wieder, ich sage es in jedem Video, ein Monat ist um. November 2023. Heute ist es tatsächlich mal trocken. Gefühlt hat es den ganzen Oktober lang geregnet, was für mich natürlich extremst demotivierend ist, weil mit dem Arbeit kann ich im Regen nicht fahren, beziehungsweise will es nicht und kann es nicht. Deswegen finde ich es tatsächlich mal gut, dass es mal trocken ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, einfach nur krank, wie schnell die Zeit verfliegt. Und ich überlege mir auch die ganze Zeit, warum ist das so? Warum geht die Zeit auf einmal im Alter immer schneller rum? Und ich habe einfach nur die einzige Erklärung, die ich darauf habe, ist, dass je älter man wird, die innere Uhr einfach ruhiger ist und dadurch man geduldiger wird und deswegen die Zeit wieder schneller rum ist. Weil gefühlt ist heute eine Stunde nur noch 30 Minuten, aber zu Schulzeiten, wo eine Schulstunde 45 Minuten lang war, waren es gefühlt 90 Minuten. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Zeit verfliegt. So, und da kommen wir auch zum Thema. Jetzt ist November, das Jahr ist schon wieder um. Essen Motorshow steht vor der Tür. Und ja, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Kopf, was als erstes machen, wie, wo, was etc. Es ist wirklich einfach, wirklich was die Zeit angeht, es ist wirklich unglaublich, wie diese Zeit verfliegt. Egal, wir fangen doch mal wieder an und gucken mal, was diesen Monat eigentlich so passiert ist. Als allererstes, ich wurde von Opel eingeladen, also falsch, Salem hat das organisiert, dass wir von Opel eingeladen wurden und durften in Oschersleben auf der Rennstrecke sowohl den Opel Rocks testen. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Gerät? Also falsch, wir durften den Opel Rocks Extreme testen, wo, ja, mir war natürlich im Vorfeld schon ein bisschen klar, dass eure Kommentare diesbezüglich natürlich nicht so positiv sein werden. Gerade meine Community ist natürlich, ich glaube, mehr Petrolhead und mehr Benzinverseucht kann man schon fast gar nicht sein. Und dann kommt natürlich ein gefühlt quadratisches Auto für einen 16-jährigen Elektrotechnik, ja, dass das natürlich polarisiert, nicht unbedingt positiv, war mir schon klar. Aber Leute, ich sag euch, mit diesem Opel Manta in Oschersleben über die Rennstrecke zu nageln, das war es auf jeden Fall wert. Generell cool, seitens Opel überhaupt mal wieder im Gespräch sein zu wollen. Mit diesem Opel Rocks und dieser Designstudie probiert man ja schon mal wieder junge Leute anzusprechen. Ich kann es wirklich nicht sagen bei jungen Leuten, die 16 sind, ob die, also man spricht ja nicht 16-Jährige an, sondern fast noch Leute davor, ob die sowas feiern oder nicht, weiß ich nicht. Bin ich auf jeden Fall schon zu alt. Ich bin aber eigentlich auch zu jung für den Manta, aber ich habe es genossen, wie Salem und ich mit diesem Manta in Oschersleben gefahren sind. War einfach nur geil. Dann als nächste Video, also deswegen vielen, vielen Dank Opel nochmal für diese Möglichkeit. Wir werden euch auf jeden Fall mal besuchen kommen und gucken uns mal die heiligen Klassikhallen an, weil ich muss schon sagen, mein Klassikherz, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Klassikbereich. Mein erstes Auto war ein Golf 1 GTI. Als ich ihn gekauft habe, war das Auto 20 Jahre alt. Ich muss schon sagen, ich glaube ehrlich gesagt, das kommt auch wieder. Ich glaube schon, dass die Oldtimer-Zeiten, also vor 10 Jahren noch, waren die Zeiten stärker. Also da hat man gefühlt auch mehr Oldtimer gesehen, egal ob es im Internet war, egal ob es auf der Straße war, auf Treffen war und so weiter. Aber ich glaube, das kommt jetzt wieder, weil es gibt noch so viele schöne Oldtimer, die irgendwo rumschleppern, die einfach rumschlummern, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben, die, wo man sich, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt so manche Autos, da setze ich mich rein, fahr damit, steig wieder aus
und denke mir so, ja, cool, ist halt wieder ein Auto, ne? Aber bei solchen Sachen wie der Manta, da steigt man aus und redet und grinst einfach noch weitere 3 Monate von. Und ich glaube schon, dass je mehr die Leute im Alltag irgendein 0815 Auto fahren, je mehr kommt wieder dieser Wunsch, einen kleinen Schatz in der Garage zu haben. Muss gar nicht unbedingt wertvoll sein, aber muss halt einfach besonders sein und somit für einen selber einen gewissen Wert haben. Und ich glaube schon, dass das wiederkommt. Ja, dann waren wir beim Team Seliger Racing, Ford Focus, fahren damit Rallycross. Hatte ich bisher noch gar keine Berührungspunkte mit. Die Jungs hatten mich aber über Instagram kontaktiert, ob ich nicht mal vorbeikommen will. War direkt bei uns hier um die Ecke. Auf einem ganz, ganz hohen Niveau wird hier Rallycross um die deutsche Meisterschaft gefahren, beziehungsweise der deutsche Meisterschaftstitel in dieser Klasse ist sogar bei denen zu Hause. Und vielen, vielen Dank auch dort für das Vertrauen, dass ich ihr Auto fahren durfte, weil das ist nicht selbstverständlich, so ein Rennauto zu fahren, weil man kann den Sitz nicht verstellen. Wir haben ein sequenzielles Getriebe. Jeder weiß, man kann bei einem sequenziellen Getriebe auch schnell mal was kaputt machen. Ich konnte es jetzt nicht ausgiebig testen, weil wir hatten nur einen Parkplatz plus es war nass. Aber nächstes Jahr haben wir uns vorgenommen, will ich das Ding auf jeden Fall mal richtig bewegen. Weil Frontantrieb, ich fahre ja gerne Frontantrieb. Ja, trotzdem cool, coole Sportart. Rallycross, eine Mischung aus Schotter und Asphalt. Es ist kein, ich sag jetzt mal, Langstreckenrennen, sondern es werden immer nur ein paar Runden gefahren. Das heißt, so ein Rennen ist dann 10 Minuten lang. Aber es wird gegeneinander gefahren. Also es gibt doch mal ganz leichten Feinkontakt und das will ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall mal. Will ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Kam die Thematik Abarth mit dem Stopfen. Ich hatte ja einen Wärmetauscher ausgebaut. Dadurch habe ich einen Fehler gemacht und der Stopfen ist rausgeflogen. Durch den rausgeflogenen Stopfen ist der Motor zu heiß geworden und ich habe die Kopfdichtung durchgeschossen. Hatte Angst, dass das Neverending Story wird. Aber toi, toi, toi. Ich liebe diesen Motor einfach. Der Block ist heile geblieben. Wir haben nur den Zylinderkopf gegen einen CNC-Gefrästen getauscht und jetzt rennt die Bude wieder. Direkt auf dem Prüfstand ist der Stopfen wieder rausgeflogen, weil es dort einfach Probleme mit der Zirkulation des Wassers gab. Ich will jetzt nicht wieder zu viel hier zusammenfassen. Zur Not könnt ihr euch das Video reingucken. Kurzfassung ist auf jeden Fall das Wasser, welches aus dem Kopf kommt und den Wasserkreislauf kurz schließt. Normalerweise geht das dauerhaft durch den Innenraum, durch den Wärmetauscher und wieder zur Pumpe. Dieses hatte ich dann einfach nur im Kreis pumpen lassen und da ist es tatsächlich so, dass dieser Druckverlust, welcher der Kühler im Innenraum, der Wärmetauscher sonst erzielt, einfach fehlt. Ist der nicht da, drückt man das Wasser in die Pumpe komprimiert es wieder und das Ganze ist ein Kreislauf, welcher zu gewissen Zeiten solche Spitzen aufbaut, dass auf dem Prüfstand tatsächlich der Stopfen wieder rausgeflogen ist. Was habe ich gemacht? Habe einen kleinen Bügel vorgemacht, dass dieser Stopfen nicht mehr rausfliegen kann. Klar, das ist keine Lösung. Habe deswegen den Anschluss vom Zylinderkopf an den Wasserkühler angeschlossen. Das heißt, statt dem Wärmetauscher im Innenraum nutze ich jetzt den Wasserkühler für den Druckverlust. Und siehe da, okay, es war auch ein bisschen kälter draußen. Ich komme noch nicht mal mehr auf 90 Grad Wassertemperatur. Da sieht man mal, wie der Wasserkreislauf dann doch wirklich an... Also nur weil ich jetzt das Wasser nicht durch den Innenraum, sondern durch den Wärmetauscher laufen lasse, habe ich sofort 10 Grad weniger. Und das fand ich halt schon krass. Kann natürlich auch mit dem Außenwetter zusammenhängen. Aber Fakt ist, ich konnte dann fahren... Fährt wirklich krank dieses Auto. Wir mussten wieder von Null anfangen, die einzelnen Gänge rauszufahren, weil es gibt halt immer zwei Sachen. Man ist auf dem Prüfstand, um die Taktung passend zum Ladedruck rauszufahren und passend zu dem Ladedruck den Sprit rauszufahren. Wenn das erstmal passiert ist, fange ich dann immer von Null an auf der Rennstrecke wieder die Gänge rauszufahren, weil es ist nicht nur so, ein Auto wird nicht schnell davon, dass man, keine Ahnung, 1 Bar, 2 Bar, 3 Bar fährt, sondern auch der Verlauf spielt eine Rolle. Weil in dem Moment, wenn ich aufs Gas gehe, aus der Kurve raus, darf es halt nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Das hat aber nichts unbedingt mit der Maximalleistung zu tun, sondern ich gebe ja immer an einem anderen Punkt Gas. Und diese einzelnen Punkte in den verschiedenen Gängen, die müssen halt auch sitzen. Das darf nicht zu viel sein und nicht zu wenig sein. Und so steigert man sich dann da nach und nach rein. Es hat nur für nur 1,52 gereicht, also ich konnte meine Zeit nicht verbessern. Das Wetter war allerdings jetzt auch nicht so gut. Es war allerdings wirklich noch auf, ich sag mal vorsichtig, auf Sparflamme und ich war einfach nur froh, dass alles wieder funktioniert. Reifenbild sieht galaktisch aus, da geht es definitiv in die richtige Richtung. Setup ist geil, Bremse funktioniert jetzt. Also jetzt sind alle Weichen gestellt, dass ich das nächste Mal beim Fahren, da kommen wir später zu, vielleicht hoffentlich nochmal die Zeit angreifen kann. Sonst, wie immer, einfach nur geil. Wir machen mal hier genau nochmal einmal die Hot Lap rein. We'll be right back.
weiß selber gar nicht, wie oft ich mir diese Runde angeguckt habe. Ist aber auch wichtig, dass man sowas auch analysiert, weil das geht so schnell beim Fahren immer, dass man sich das einfach nochmal anguckt. Aber ich finde einfach, es sieht schon gut aus. Soundmäßig hört man mit dem gemachten Zylinderkopf gleich, das Auto hört sich ganz anders an. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist es vielleicht gerade aufgefallen. Ich vermute, es liegt daran, dass wir über 8 Grad mehr Zündung fahren können und dadurch sich der Motor einfach ein bisschen aggressiver anhört. Ja, genauso waren wir auf dem Prüfstand. Da mussten wir leider bei nur 427 PS Schluss machen. Diese 427 PS konnten wir aber, also falsch, bei 2 Bar Ladedruck hatten wir fast 70 PS mehr als vorher, was wirklich eine krasse Zahl ist. Das heißt, wir haben die ganze Belastung von dem Motor jetzt viel, viel weiter nach unten geschoben, weil ich fahre jetzt nur noch 1,8 bis 2 Bar auf der Rennstrecke. Das kann übrigens auch ein Grund sein, warum die Wassertemperatur natürlich runtergeht. Plus weniger Zündung, gleich auch weniger Wassertemperatur. Warum? Weil weniger, also mehr Zündung gleich weniger Abgastemperatur. Weniger Abgastemperatur gleich weniger Wärme im Zylinderkopf, weil die ganzen heißen Abgase ja einmal durch den Kopf gehen, wo der Wärmemantel drum ist, der Wassermantel, welches die Wärme rauszieht. Kann auch ein Punkt sein. Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir auf einem verdammt richtigen Weg, weil es fühlte sich wirklich gut an. Ich hatte auf der Geraden 18 Grad Ansauglufttemperatur, 81 Grad Wasser und ich glaube 85 Grad Öl. Wie geil ist das denn? Also genau so muss es halt sein. Man kann jetzt schon fast davon reden, dass es zu kalt ist. Aber ich weiß, der nächste Sommer wird kommen, es wird deutlich wärmer und dann passt halt wieder. Ne? So, damit ich nicht hier wieder zu viel erzähle. Achso, ja, und dann gab es noch ein Fahrwerk für Bennys E36. Da hat H&R/Salem wieder richtig einen rausgezimmert. Liebend gerne hätten wir dieses Auto auch noch getestet, aber das Wetter war einfach zu schlecht. Es ist jetzt leider einfach Winter, das muss man einfach so sehen. Und ja. Jetzt kommen wir dazu, was diesen Monat passieren wird, beziehungsweise letzte Videos waren auch viel Limo. Ich habe jetzt genau bis zur Essen Motor Show noch ungefähr 4 bis 5 Wochen. Mein Ziel ist es ja, dass das Auto auf eigenen Rädern in die Halle reinfährt, damit dieses Projekt in dem Fall einfach mal als fertig bezeichnet werden kann. Also als fertig heißt, dass das Auto wieder da ist, es rollt, es fährt und so weiter. Und wir nächstes Jahr dann von unten raus gucken, was man mit dem Auto so anstellen kann. Ne? Das heißt, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank wieder an Tom, der mir wirklich jedes Mal wieder, also egal wann, wie, wo ich dich anrufe oder anschreibe, hat immer Zeit, kommt immer her. Wirklich weiß ich sehr zu schätzen und werde ich auch in meinem Leben nie wieder vergessen. Wir haben einen Sprittank aus Alu gebaut, der ist jetzt ready, mit dem Radium-Catch-Tank. Wirklich, ich bereue es wirklich null, dass das Auto so lange dauert, der Wiederaufbau, weil alles, was ich so baue, das sind alles für mich so Lösungen, die dann auch wirklich abgeschlossen sind. Also da sind jetzt keine Lösungen zwischen, wo ich sage, ah, scheiße, da musst du in einem halben Jahr nochmal dran, sondern nee, das ist alles so, wie es sein soll. Titan-Downpipes, Zentralausrücker, jetzt dieser Catch-Tank da hinten. Jetzt bauen wir schön 2x89 mm Titan hinten raus. Das wird wirklich geil. Also ihr könnt euch drauf freuen. Was kommt alles jetzt im November? Wie gesagt, November wird wieder ratzfatz rum sein. Absolute Prio ist Limo. Essen Motorshow, sage ich schon was zur Essen Motorshow? Ich gucke mal kurz. Die geht los am 2. Dezember oder am 1. Dezember? Die geht los am 1. Dezember geht die los. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder auf der Essen Motorshow. Nee, ihr kriegt dann da ein schönes Video. Entweder am 30. Also wir haben uns richtig was überlegt für die Essen Motorshow. Das wird richtig, richtig gut. Haben auch ein paar andere Autos diesmal auf dem Stand, wo ihr so gar nicht mitrechnet. Also sowohl unser Standkonzept ganz anders, als auch die Fahrzeuge auf dem Stand diesmal auch ein bisschen anders. Ja, mehr dazu dann. Ich muss jetzt wirklich Vollgas geben, dass wir Limo fertig kriegen. Auspuff bauen. Montage, jetzt ist soweit alles durchgeschweißt, alles durchgefräst. Ich habe alleine einen ganzen Nachmittag nur die ganzen Rohre geschliffen. Diese Woche baue ich alles final zusammen. Dann kommt das Auto auf eigene Räder. Befüllen, Bremse entlüften, Kupplung, bliblablub, Schaltung einstellen, Auspuff zu Ende bauen und so weiter. Und dann kurz und knapp vor der Messe werden wir mit dem Auto einmal zu KKS fahren. Und da soll Chris nochmal die komplette Grundbedatung machen. Sei es Kabelbaum fertig bauen. Ich habe ja diese PDM verbaut. Das heißt, ich habe gar keinen Sicherungskasten mehr, sondern alles läuft in einem zentralen Steuergerät zusammen. Und dieses Steuergerät muss komplett konfiguriert werden. Das heißt, man macht Zündung an und es passiert erstmal gar nichts, weil dieses Steuergerät so programmiert sein muss, dass wenn ich die Zündung anmache, die einzelnen Bauteile auch Strom bekommen und so weiter. Das heißt, das wird definitiv den November ausfüllen. Und wir wollen noch ein bisschen weitermachen mit dem Barren und Salems BMW. Also da könnt ihr euch, glaube ich, auch drauf freuen, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja,
Jetzt zum Schluss nochmal Thema. Achso, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Im Fernsehen grippt das Motormagazin. Muss einfach kurz ein bisschen Werbung machen. Wir haben einen kleinen Grand Prix gemacht. Das heißt, drei japanische Autos. Und haben wirklich Matthias Sinni und ich einen stehenden Start gefahren. Das heißt, erst Qualifying-Zeiten und dann drei Runden stehender Start. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch bei YouTube die beiden Folgen dazu an. Das ist wirklich, also in meinen Augen, einer der besten Folgen, die wir jemals gedreht haben. Das waren live so richtige Fast and Furious Vibes. Also man saß in dem Auto drin, man sieht diese japanischen Autos. So dieser Anblick, wenn drei so Japaner auf einen zukommen, war wirklich... War wirklich gut. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare reinschreiben, weil jetzt haben wir natürlich noch genug Möglichkeiten dazu, was ihr gerne Essen Motorshow sehen würdet. Was sollen wir ausstellen? Ich kann euch natürlich jetzt nicht zu viel versprechen, aber welche Autos, vielleicht einzelne Baugruppen, Motoren, was würdet ihr euch schon immer von der Essen Motorshow wünschen, was unseren Alusstand angeht? Welche Aktionen können wir machen? Haut's gerne mal in die Kommentare und wir gucken mal, was wir da so machen können. Okay, ja, jetzt haben wir ja, ich habe ja im letzten Monats-Update-Video bekannt gegeben, dass ich in die Limo eine Zelle machen will oder zumindest einen Käfig. Jetzt gibt es hier natürlich unheimlich viel Zuspruch für, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, da ist auch meine Meinung so geblieben. Mich freut es auch, dass ihr das genauso seht wie ich. Da ist auch schon was wirklich Geiles, Technisches, was zu unserem Channel passt in Planung, allerdings erst nächstes Jahr, aber Winter steht jetzt ja vor der Tür. Das wird richtig gut. Bitte einfach mal einen 3-Stunden-Tuning-Podcast mit dir, JP, Degenhardt, Gockel, Wehmeyer etc. Es gab ja damals von mir diesen Tuning-Talk bei uns unten im Ladenverkauf, bevor der aufgemacht hat. Weiß nicht, wie lange wird das her sein? 5 Jahre? Klar, sowas müsste man wirklich mal wieder machen. Monatsupdate, einfach ein saugutes Format geworden. Man ist immer auf dem Stand. Geht vor allem auf Kommentare ein, auch wenn es Kritik ist. Stark. Ich möchte diesen Kommentar gerade vorlesen, weil wenn ihr irgendeine Kritik habt, außer, wann ist die RS4-Limo fertig, könnt ihr es liebend gerne, wirklich gerne hier reinschreiben. Sei es videoschnitttechnisch, Inhalte, moderationstechnisch, egal was. Haut es einfach rein. Nur wer Kritik bekommt, kann auch mit Kritik umgehen und besser werden. Deswegen, ich bin euch 0,0 böse, haut einfach alles hier rein. Ich lese es mir tatsächlich auch wirklich durch. Es wäre schön, wenn du mal ein Video machen könntest über die verschiedenen Flüssigkeiten im Fahrzeug. Motor, Getriebe, Servo, Bremse und so weiter. Weiß ich nicht, ob das nicht ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig ist. Würde euch das wirklich interessieren, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein Flüssigkeiten-Experte. Ich kann euch da natürlich ein bisschen was zu erzählen, aber das ist jetzt natürlich nicht mein Top-Gebiet. Wie schaut es denn aus mit der Wette von der Essen Motor Show letztes Jahr aus JP Supergolf versus Limo? Respekt für den mega geilen Bau der Limo. Das ist eine gute Frage. Also noch scheiterte es natürlich eher an mir, also wir haben ja damals gewettet, dass das Fahrzeug am 10.02. läuft. Ist ein bisschen Auslegungssache. Was heißt laufen? Fakt ist, der Motor war im Auto, ist angesprungen und lief. Klar, Auto fährt bis heute nicht, aber jetzt kommt ja die nächste Essen-Motorshow und vielleicht kann man da ja wieder was machen. Herr Krämer baut ja aktuell auch das ein oder andere Fahrzeug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch Bock auf so einen Vergleich auf Augenhöhe hat. Auf Augenhöhe heißt, man kann jetzt ja auch nicht, also wir müssen ja, wenn dann auch zwei Autos vergleichen, die ähnlich sind. Man kann jetzt nicht ein Auto vergleichen, was auf einmal 500 PS mehr oder weniger hat, sondern damit es zu einem echten Wettkampf, zu einer echten Challenge kommt, müssen ja auch beide Autos auf einem ähnlichen Niveau sein, ne? Und das ein oder andere Fachzeug baut er ja aktuell, deswegen mal gucken. Klar, ich bin für sowas immer zu haben. Also lange Rede, ich denke, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass das noch jede Menge Arbeit wird, bis Jean-Pierre und ich nebeneinander irgendwo einen Vergleich fahren. Ich kann 0,0 einschätzen, ob man sowas mit Zuschauern machen könnte, weil da muss man auch einfach so realistisch sein. Das wäre ja ein Event einer Ausmaße. Ja, ich wäre aber schon glücklich, wenn wir überhaupt nebeneinander mal mit zwei Autos stehen. Das ist genauso wie Marius und ich nebeneinander. Wird es definitiv irgendwann auch nochmal geben. Und wir einfach für euch einen coolen Film rausmachen können. Sowas. Aber gucken, ich will nicht zu viel erzählen. Keine Ahnung, was noch kommt. Fakt ist, wir blödeln natürlich weiterhin hier und da immer mal rum. Das war auch damals wirklich ernst gemeint mit der Wette, weil er natürlich nicht geglaubt hat, dass ich das bis zum 10.02. durchziehe. Deswegen jetzt mal gucken, was wir rausmachen. Ja, Leute, ich muss leider mal wieder
sagen, ihr müsst euch mehr Mühe geben, mir geile Fragen zu stellen. Fragen, Anmerkungen, wie auch immer. Ich hätte gerne wirklich richtig saftige, auch technische Fragen, aber ihr könnt ja selber mal in den Kommentaren gucken. Ich weiß nicht, ob ich die Videos immer so gut erkläre, dass da einfach keine Fragen bei entstehen, oder ihr mittlerweile jetzt nach so vielen Jahren YouTube auf dem gleichen Wissensstand seid wie ich und keine Fragen mehr habt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die eine oder andere Frage stellt mir. Kann alles sein, ne? Kann auch privat sein, Kind, Frau, Ausbildung, Vision vom Leben. Philipp, was denkst du hiervon, was denkst du davon? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, knallt das gerne rein, wirklich. Alles rein da. Vielleicht könnt ihr mit der Limo irgendwo mal in den Windkanal gehen. Ich sage euch, Windkanal, das wär's. Sowohl, also ich bräuchte den Windkanal gleich für mehrere Auto, einmal für den Abarth, um mal so zu gucken, was da so mit Unterboden und Spoiler und so weiter geht, als auch für Limo und generell mal. Ich habe ein paar Videos früher mal gesagt, 400 km/h, das Thema ist durch. Da kann ich auch wirklich sagen, man ändert sich mit der Zeit. Jetzt, wo Limo kompromissloser gebaut ist und mehr wieder ein Rennauto geworden ist, Rennauto, dann bald mit vernünftigen Gurten, Käfig und so weiter, will ich es nicht doch nochmal ausschließen, dass man da vielleicht nochmal angreift. Ohne jetzt zu viel zu sagen. Ist absolut gar nichts in Planung. Möchte nur gerade ein bisschen auf den Kommentar hier eingehen. Könnte doch nochmal passieren. Ja, was soll ich sagen? Kommentare durch. Keine offenen Fragen mehr hier. Eine Sache, die ich noch gelesen habe, ich hatte ja mal gesagt, wir wollen mit Abarth Lazizet fahren, hat dieses Jahr leider nicht geklappt, weil ich dort natürlich liefern will und das Auto war bisher noch nicht so, dass ich gesagt habe, das ist es, weil so eine Chance kriegt man nur einmal im Leben und da muss das Auto wirklich perfekt funktionieren. Und das ging dieses Jahr leider noch nicht, ist aber auch für nächstes Jahr fest auf dem Plan. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, ballert bitte die Kommentare voll mit Fragen. Wir brauchen Fragen, Fragen, Fragen. Das ist einfach Inhalt dieses Videos. Auch gerne Anregungen zum Thema Essen Motorshow, Projekte, was wir ausstellen, was wir machen sollen, etc. Sonst wünsche ich euch allen einen wunderschönen November. Genießt die kalte und nasse Jahreszeit. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.